Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was passieren würde, wenn Raditz und Son Goku sich fusionieren würde? Das werden wir heute sehen bei diesem Video. Hey Leute, hallo und herzlich willkommen Leute. Heute will ich euch zeigen, wie eine Fusion zwischen Raditz und Son Goku aussehen würde. Deswegen schauen wir rein in den Charakter Gotenz, die Fusion zwischen Raditz und Son Goku. Das Ganze habe ich bei Dragon Ball Xenoverse 2 gemacht, also ich habe es gemoddet. In nächster Zeit werden weitere Mods hier auf den Channel kommen, weil es wirklich cool ist. Und ja, wir jetzt gemeinsam in verschiedene Mods reingucken. Heute die erste Mod. Wie gesagt, wir schauen rein in die Fusion. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Lass uns reingehen. Ja, wir gehen ganz normal in den Offline-Modus, kämpfen einen Trainingskampf so, dass wir den Charakter mal in Ruhe angucken können und später gucken wir dann mal die Moveset und so weiter von diesem coolen Charakter. Ich bin sehr gespannt. Okay Leute, wir sind jetzt hier in der Charakterauswahl und er müsste jetzt hier gleich sein. Ganz hinten wahrscheinlich, wie bei jedem Mod-Charakter. Ah, hier ist er schon. Hier haben wir Gotenz. Sieht schon mal sehr cool aus eigentlich. Super Saiyan 4 ist der. Auf jeden Fall, oder? Nee, doch nicht, doch. Nee, ist er nicht. Ich dachte gerade, das Braune oder das Graue wäre jetzt diese Behaarung beim Super Saiyan 4, aber ist es ja nicht, weil ein Bauch müsste ja frei sein. Aber sieht schon mal sehr cool aus. Okay Leute, hier haben wir den Charakter Gotenz. Wir sind im Game und schauen uns das Ganze mal an. Also designtechnisch finde ich das schon sehr, sehr cool irgendwie. Es sieht auch sehr, also sehr akkurat aus, wie die Fusion zwischen Goku und Raditz. Die Haare natürlich könnten ein bisschen länger sein, glaube ich. Oder? Würde Sinn ergeben, aber so eine Fusion mit den Haaren vorne und... Also man sieht schon, dass das Raditz und Goku ist, finde ich persönlich. Dann mit dem Roten finde ich sehr nice. Also man kann auch verschiedene Farben wählen, Leute, ne? Also von dem Outfit. Ich habe jetzt mal das genommen, aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Mal gucken, wie es aussieht, wenn man lädt zum Beispiel. Wir gucken jetzt mal ein bisschen die Moves an. Ja, sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Wir haben auch verschiedene Attacken. Wir machen jetzt erstmal die Transformation zum Super Saiyan und gucken mal, wie das aussieht. Ja, auch mega nice. Leider gibt es nicht mehr, Leute. Leider gibt es jetzt nicht Super Saiyan God oder Super Saiyan 3. Das könnte man wahrscheinlich machen. Haben wir jetzt hier nicht, aber nicht schlimm. Sieht auf jeden Fall mega cool aus, finde ich, oder? Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. So, was kann er noch? Wir können mal ein bisschen kämpfen. Mal gucken, wie es aussieht. Okay, wir haben noch den Limit Breaker. Können wir nochmal reingehen, eigentlich. Und dann können wir mal in das Moveset reingehen. Also wir haben auf jeden Fall... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das alles Attacken sind vom Spiel. Kann auch sein, dass das Attacken sind von den Modern her. Ich bin mir da gar nicht sicher, Leute, ne? Müsst ihr mich korrigieren. Also, wir haben das Double Kamehameha. Schauen wir mal rein. Ja, sieht mega cool aus, finde ich, oder? Sieht mega cool aus, feier ich. Nochmal, warte. Ja, sieht schon mega cool aus. Sehr nice. Dann haben wir noch den Seelenrächer. Das kennen wir, glaube ich, von Gogeta halt, ne? Also das Basic. Das kennen wir halt, den Seelenrächer. Deswegen kann ich... Ich glaube, das Double Kamehameha ist neu. Kann ich mir vorstellen. Dann haben wir noch den Super Wutanz. Gehen wir mal hin. Wir sind ein bisschen näher. Ja, nice. Ja, feier ich auch. Was haben wir noch? Die KI-Explosion. Okay. Basic. Leute, mehr haben wir gar nicht. Das ist so... Hier Gotenz, der Super Saiyan, die Fusion zwischen Raditz und den guten Son Goku. Okay Leute, wir sind zurück. Hier sehen wir schon Raketa, Super Saiyan 4. Und das finde ich nochmal ein bisschen nicer, auch weil hier die Haare länger sind. Also lasst uns mal reingehen, wie der Ingame aussieht. Okay Leute, wir sind im Spiel und wir sehen, ja, ich finde also den, also Raketa finde ich ein bisschen besser als Gotenz, weil hier die Haare länger sind, das passt ein bisschen besser, finde ich. Und dann oben mit dem Vegeta-Ansatz, also das ist schon eine geile Fusion, die ein bisschen, wie gesagt, besser aussieht als die von Son Goku und Raditz. Aber was kann er denn? Guck mal, wir haben sogar ein paar andere Attacken, wir haben keinen Erwachen natürlich, weil wir schon Super Saiyan 4 sind. Wir haben den God Punisher, wir können ja mal gucken, wie der rüberkommt. Warte mal. Ah, nice. Okay, holy shit, okay.
Ah, mega nice. Mega nice. Okay, Attacken sind auch schon mal ein bisschen cooler. Finaler Glanzangriff. Auch mega nice. Sieht auch sehr cool aus bei ihnen. Feine Flash kennen wir in der Basic. Okay, zehnfaches Double Sunday. Auch mega coole Attacke. Leute, was sagt ihr? Ich finde, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr cooler findet. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan hier von Radkete, auch wenn der Name schwierig ist. Aber sieht sehr cool aus mit den roten Haaren. Deswegen müsst ihr euch vorstellen, so, ne? Beide Super Saiyan 4 und da haben wir die halt die Form. Sehr nice. Gefällt mir mega gut. Gefällt mir mega gut. Deswegen, Leute, schreibt in die Kommentare. Ich sag danke fürs dabei sein. Sind kleine Videos, ne? Kleine Mods-Videos, wo ich ein paar Videos zeige. Also Leute, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Channel für weitere solche Videos. Danke Leute fürs dabei sein, wie gesagt. Euch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mod. Haut rein.